Wie kann man Steuerarten strukturieren? Nun, Steuerarten kann man strukturieren nach kommt überall vor, deswegen ziehe ich das mal vor die Klammer, nach dem Steuergegenstand. Also was wird besteuert, zum Beispiel das Einkommen oder der Umsatz? Dann nach dem Steuerempfänger. Ja, ist das eine Steuerart, die an zum Beispiel die Gemeinde geht oder die an den Bund geht? Das ist der Steuerempfänger. Kann man also regionale und bundesweite Steuern unterscheiden zum Beispiel. Und nach der Erhebungsart. Und da unterscheidet man direkt und indirekt. Na, Einkommensteuer ist eine direkte Steuer, Umsatzsteuer ist eine indirekte Steuer. Ja, so könnte man strukturieren. Das ist nicht die alleinige Möglichkeit hier. Es gibt sicher noch viele andere Möglichkeiten, aber das ist eine Möglichkeit, um Steuerarten zu strukturieren. Im Übrigen glaube ich, dass wer die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.